Hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Kellerkennerchen, zum nächsten Part von Brainmorgs Xenoverse 2. Ich bin gut gelaunt, man merkt es mir an auch. Ja, und ich bin gut vorangekommen auch wieder. Ich bin jetzt auch schon Stufe Super Vegeta 2 auch schon gelandet. Ich habe schon diese Form freigeschaltet. Von Vegeta erreicht man bei der, kann man bei der Capsule Corporation freischalten, wenn du Level 60 bist als Super als Saiyajin natürlich. Da fordert dich Vegeta nochmal zu einem Kampf heraus, du besiegst ihn und dadurch erhältst dann die Erwachensfähigkeit Super Vegeta, die auf Super Vegeta und Super Vegeta 2 aufbaubar ist. Der Vorteil dieser Form ist, die Ki-Explosionen, die Angriffe, also die Attacken, die Energieattacken, wohlgemerkt nicht die Schlagangriffe, die Energieattacken machen mehr Schaden. Finde ich cool, weil ich schieße auch gerne mit meinen Energieattacken auch gut. Gerade wenn der Final Flash und so ist, dann räume ich gerne damit ab. So, ich wollte aber gerne die Story weitermachen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Jetzt weiterhin nochmal blind alles hier. Ich habe ja die Story nicht angefasst, habe nur mich nur mit den Lehrern alle auseinandergesetzt. Ich habe schon, ja, mit den Lehrern komme ich nicht so schnell voran, wie ich immer hoffe. Ich hoffe, gibt es irgendwie so eine ZCD, wo man das irgendwie beschleunigen kann. Das wäre eigentlich cool. Gut, wollen wir zu Trunks gehen. Das war eine ziemlich breite Situation letztens. Ich bin froh, dass du da unbeschadet rausgekommen bist. Ja, Zeitpatrouille. Lass ich mich mal überraschen, was kommt. Vielen Dank, gehen wir rüber zur Zeitkammer. Ach ja, ich wollte noch hinzufügen, ich habe jetzt übrigens die restlichen DLC-Packs geholt, die noch nicht offen lagen. Ich habe jetzt das gesamte Spiel mit den ganzen DLCs komplett eingesackt. That's weird. There's a change starting to take place in this scroll. Sieht man. I wonder if what they're really after is the energy generated by fixing this change in history. If so, I'll be there. First, we need you to go in, investigate the cause, and try to fix it. So, what do you think they plan to do with all that energy they've been gathering? Gathering an amount of energy that enormous? They would be able to revive the Demon Realm easily. The Demon Realm, eh? Well, they wouldn't Demeka be one, though. It's the home of Toa and Deborah. That's pretty much all I know about it. Okay, that's clear. Well, that doesn't surprise me. There aren't many that know about it. It's all the way on the opposite side of the universe, after all. Toa's intentions can't be good. She might be trying to destroy the barrier between our world and hers. Mm-hmm. If she succeeds in that, who knows what might happen? Whoever knows. With half of the universe becoming pure evil, you can't expect anything good. That's... Then we won't let them do it. We have to stop them, no matter what it takes. I wish we had more help. If only my partner were here. Yeah, who's there? It's been quite a while. That's worrisome. No, by Mioma. Well, you know, we're all after Mira, so we're bound to meet up sooner or later. We found another scroll. The one that was changed this time contains the resurrected Frieza. Ice? Frieza again. Warte mal. Doch nicht diese Linie, oder? Frieza's no joke. I'm aware of that. But we fought before, and I won that battle, if you remember. Foolish child! Never underestimate an opponent! If you think for one second a single swing of a blade will win this time, you'll be sorry! Frieza is a born warrior. He's never trained a day in his life. If he suddenly felt the urge to improve himself, his power would be unimaginable! In this altered history, Frieza's training and strength are far greater than before. To put it bluntly, he's on an entirely new level. So make sure you're ready for that. Is he really that much stronger? Oh yeah, that is there. I'm afraid so. Do your best out there. Ich hatte Verdacht, welche Zeitlinie das ist.
kann ja nur diese eine bestimmte Zeitlinie sein. Ja. Die sind 15 Freezer an die Soldaten. Mein Gott, die Besessenen. Und so war sie scheiße aus. Guten Tag, dachte ich, mische mich mal mit ein. Was wollen die genau? Hallo? Es kitzelt. Du tickst wohl nicht mehr ganz sauber, wa? Na. Bitte erstmal ein paar Ohrlasch von mir. Oh, ich hasse diese Hitbox manchmal hier. So. Tschüss. Genau. Hä? Was ist passiert? Achso, stimmt, der andere wurde mit Jako erkämpft, ja. Oh, warte mal, ich muss mal kurz ausatmen. Ich muss mal ein bisschen Luft holen. Lass mir mal ein bisschen Luft, ja? Keine Angst, ich bin gleich soweit. Gleich weiter geht's mit dem Spaß. Okay, jetzt geht's los. Na. Mann, halt doch mal still! Alter! Man dieses Spiel aufregt, so. So, stich eine. Zack. Noch eine. Und gute Nacht. Du auch? Na, du auch? Ich? Ja, was denn jetzt? Genau, jetzt würde er wittern, was ich jetzt mache, ey, diese. Alter, wenn ich das manchmal hier aufregt, ne? Genau. Manchmal ohne Worte, manchmal diese Kämpfe. Geh mir aus der Sonne! Okay, du hast dich freiwillig gemeldet.
believe you'll provide some amusement for Stormwind. I had planned on the Ja, ist klar, ich boxe und er bricht meine Ausdauer aus. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt hier? Ey, was ist denn das jetzt für ein Drecksmove hier gerade, der abzieht? Moment. Okay, okay. Das wird echt sauer! Genau, das trifft natürlich nicht. Ja, komm, erzähl das deinem Arzt. Alter, ich werde ja gleich richtig zum Elch hier, während ich das Spiel. Sag mal! Hör mal! Sag mal, ich glaube, ich spinne jetzt hier aber langsam. Ich sag, ich muss jetzt wieder gegen alle diese Idioten kämpfen, ja. Ja, genau. Was ist denn das für eine hirnrissige Scheiße hier? Jetzt mal ganz ehrlich. Na, ich werde jetzt diesmal auch nochmal sicher gehen jetzt. Ja, ey, das ist ja jetzt richtig eklig hier. Ja, selbstverständlich. Was ist denn mein Charakter los? Warum wirkt er sich manchmal so wie lahm Arsch? Oh. Schön mit nächster. Ja, genau, er ist der beste. Ja, aber nervt töten jetzt. Okay, das. Was jetzt? Scheißegal, steck die Ladung ab. Schade, ich denke auf, Fuß direkt mehr weg mit der Attacke. Mama!
muss jetzt. Ey, was ist das denn für ein billiger Kack hier? Ja, da trifft natürlich. Ne, selbstverständlich, ja, genau. Keiner. Sag mal. Ey, gleich mache ich das Spiel aus, ganz ehrlich. Das regt mich ja voll auf jetzt hier gerade. Piss dich jetzt, du hässliches Kind. Ja, komm. Als ob. Jetzt. Sag mal. So, das musste jetzt mal sein. Hier, den kriegst du noch ins Gesicht, so. Oh, gute Nacht. So, geht doch. Das ist ein Oberkacker. Komm, wir springen, Scheiß. Genau. Verpiss dich! I do believe you'll provide some amusement for a short while. I had planned on the complete extinction of the dragons. But here we are. Oder eine billige Kugel kannst du sonst wohin schmeißen. Super! Finde ich super Steuerung! Mensches Kind aber auch jetzt! Ganz ehrlich jetzt gerade mal, weil das ist echt ein Scheiß. Ja, und er ist schneller als ich, ist klar. Genau. Hummeln hinter einer Watt. Ey, das regt mich gerade voll auf, ey, diese Scheiße. Ey, mal ehrlich, ey. Ich habe mich voll weit entfernt und da war ich, der unbedingt meinte jetzt super, die Anvisierung zu verlieren, habe ich dadurch ein bisschen so leicht hier die Sicht verloren. Dadurch konnte mich die Kugel dann treffen. Ja, geil. Gute Idee, Spiel. Oh, ich freue mich, wenn ich bald diese Form auch freischalte. So,
Die Attacke haben sie auch voll versaut, ey. Du siehst den Mund nicht mehr von ihm bewegen. Mann! Ich hasse das! Das hat mir bestimmt die Form wieder weggemacht, dieses Dreck. Ja, geil. Sunday? It seems to be using that ice cream stuff as a base. And this is true. It reminds me of Planet Manu's giant frog brains. It's so juicy and delicious. Hello? What is it? That sounds like your problem. Why don't you handle it on your own? Oh, it's gonna be like that! Oh, no. Green cards? I don't like the sound of that, Lord Beerus. You're probably the one who made it, right? Mir Roundtower haben angegriffen. What the fuck? Well, well. Ach, halt die Acht. Verpiss dich mit deinem Scheißrang. Interessiert mich gerade mit Pullebrause, weißt du das? Bin stinksauer gerade. So, wo ist der Witz gerade schlecht hin, ey? Was a close one. We almost suffered the same horrible fate as the planet. Oh, Schule. Ja, finde ich gut. Naja. Oh dear, was Earth destroyed? Frieza did it, since he can survive in the vacuum of space. I see. He can be a quick thinker, too. Who cares about any of that? What happened to my cream puffs? I'm not going home on an empty stomach. Oh, come on! It's not like this is my fault. A woman named Toa is responsible for calling you here. Toa hacked into the Time Nest communication system to call you out here, Lord Beerus. It seems Toa used some sort of device to impersonate the Supreme Kai of Time. When Earth was destroyed, in the correct history, Whis rewound time to restore it. But, since the two of you are here, you can't do that now. History has been changed. It
seems we fell for it this time, Lord Beerus. Oh, that is it. No one tricks a god of destruction. Ooh. Where is this Toa woman? I'll destroy her for good. Sorry, but we're not exactly sure. But they are trying to change history. So if we fix those changes, then they might show up. Maybe. Whis? Understood. At once, my lord. We shall return to the true timeline. Ja. Verwirrungsgrade. I shall begin rewinding time. You only have a moment. What the? Okay. Yikes, that was close. It almost wiped out the entire planet. Thanks. You're the best. You will not be getting another try at that little trick. You did it. Earned your honor. Oops, hab ich verdrückt. That's right. Shall we get on with our revenge? I don't think it'll be that. This time, I'll make sure you don't come back. Surprise! Their methods are, of course, but they're much stronger than before. Even Goku and Vegeta in their current state will have a hard time to hold it. Yeah, I guess so. Fight is a fight, and this one isn't mine to butt in. I'm only here for Toa, but I suppose I'll cheer them off. Oh, mines. Boah, die Technik ist scheiße geworden. Die haben sie richtig hässlich gemacht. Mann, das regt mich gerade voll auf, ey. Meine Lieblingsattacke aus Teil 1, die Final Shine Attack, so zerstört geworden. Die haben den... Mal, was sagt er? Was sieht man den Mund bewegen, wenn der Final Shine Attack sagt? Jetzt siehst du das gar nicht, ey. Da muss nur der Bauch reden. Thanks. You really helped out there. And just who are you anyway? I'm guessing you're some random friend of Bulma's. Come on, there's no need to pry. We should be grateful. I don't know. For some reason, this doesn't feel like the first time you've given me a hand. Anyway, if you ever need help with something, you can always count on me. Da kommt mir bekannt vor. Leck mich da doch innerlich auf ein bisschen. You did great today. That was a real mess, wasn't it? I'm glad it all worked out in the end. It did not work out at all. Toa never showed up, did she?
This is so annoying. I really need a bit of stress relief. Would you mind if I destroyed this place? Please, don't do that! Listen, Toki-Toki has finally laid the egg! You can't go and disturb it now, you'll ruin everything! Well, you certainly have a way with words, don't you? Really? Toki-Toki just laid an egg? That's cause for celebration! Lord Beerus, you are aware that I will not stand aside and let the egg be destroyed, correct? If you are in need of stress relief, perhaps imprisoning the Elder Kai would help. What do you think? Oh, yes! If that's what it takes, please go. Wieder guckt! Stop that! What are you saying? No one's going to allow that to happen. Ruhig nicht. Macht ruhig. So sad. It appears there's little choice. I will assist with your stress relief, if it pleases you, Lord Beerus. Oh? It's been so long since we've sparred. This will be a treat. And what about you? Interested? This is a rare training opportunity. Was? You really are trying to turn our star employee into the next god of destruction. Perhaps. There are tough battles yet to come, right? Then the more training, the better, I would say. Whis doesn't hand out offers to fight just willy-nilly. You'd better take him up on this. First, I should find a more suitable location. I shall summon you once it's adequately prepared. Alles klar. Aber hat mich jetzt gerade echt aufgegangen am Anfang da, der Fail. Boah. Was ist das? Ja, ich muss ja noch die Oberalle ziehen. Ah, okay, die sind jetzt da hinten. Da muss ich wohin. Hab ich schon, das ist halt auch eine Quest. Gott, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht den falschen nehme. Muss ich gleich zur Wischen. Die beiden hier machen, glaube ich. Das ist auch ganz schön. Level 90, dann Level 67. Ja, dann will ich mal behaupten, ich werde mal da wohl eben wieder ein bisschen mehr trainieren müssen wieder. Boah, bin ich aber richtig aufgeregt jetzt. So, ich muss jetzt gleich zum Oberältesten da ein bisschen helfen. Obwohl. Ja. Mach ich nicht. So. Ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt hier wieder. Ich hebe mich schon mal zum Oberältestenhaus in der Zeit hier und sage, wir sind uns dann beim nächsten Pass und gucken. Ja, ich werde wohl ein bisschen mehr leveln müssen, als ich denke. Ich glaube, genau, für den nächsten Part werde ich eine Vorbereitung machen. Ich weiß auch schon, was ich tun werde. Dafür würde ich ein bisschen Gas geben müssen jetzt. Also, ich sage dann schon mal im nächsten Part von Dragon Ball Xenoverse 2. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.